Hallo und herzlich willkommen bei Morgenstern. Ihr habt abgestimmt und wegen euch versuche ich heute mal meinen ersten Shelter zu bauen. Ich habe bisher noch absolut gar keine Erfahrung im Shelterbau. Ich werde es einfach mal ausprobieren und dachte, ich nehme euch dabei mal mit. Als Ausrüstung habe ich mein Messer, meine Axt, einen Klappspaten und eine Klappsäge aus dem Baumarkt dabei. Für das Ganze habe ich natürlich nicht unendlich viel Zeit. Wir haben es jetzt 11:30 und bis um 14 Uhr muss ich fertig sein, weil ich dann noch zur Arbeit darf. Also wollen wir keine Zeit verlieren. Auf geht's! Muppchen, ich habe dir da extra ein Handtuch hingelegt. Und du liegst natürlich daneben. Wir haben jetzt natürlich gerade Winter, auch wenn es nicht danach aussieht. Und deswegen ist alles auch schön feucht. Aber wie ihr seht, hier liegt überall schön viel Totholz rum. Das ich für dieses Bauprojekt verwenden kann. Ich habe jetzt ein bisschen Holz gesammelt. Ich werde jetzt langsam mal anfangen, hier den Boden ein bisschen frei zu machen, damit ich dort dann erstmal ein kleines Bettgestell aus Ästen bauen kann, wo ich dann ein bisschen Laub drüber tue, damit man so ein bisschen Schutz vor der Feuchtigkeit hat. Und dann werde ich mal anfangen zu bauen. Mal schauen, ob es was taugt. Ja, nicht so weit weggehen von Herrchen. So, dann brauchen wir jetzt erstmal, ich glaube, das ist doch noch ein bisschen zu wenig, oder? Nö, könnte passen. Okay, der Wind zieht von da. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch so bauen, dass hier meine Füße sind und hier auf ist. So, das sieht doch soweit schon mal ganz brauchbar aus. Dann brauche ich jetzt vorne ein oder zwei Stöcke, die ich in den Boden ramme. So, zum Bearbeiten von dem Holz nehme ich jetzt dann doch gleich direkt mal die Axt. Für die feineren Arbeiten nehme ich dann doch noch mal die Säge. Bringe jetzt auf ungefähr die gleiche Länge. Dann lasse ich das Y aber noch mal drinne. Weil ich noch nicht weiß, ob ich das vielleicht noch als solches brauche. Ich mache hier jetzt nur eine ganz leichte Vorbohrung quasi, damit ich die Stöcker da dann reinstellen kann. Und sie so aneinander lehne. Und zack, schon brauche ich das. Schon wird das Y gebraucht. Das Ganze hängt jetzt natürlich noch viel zu sehr nach unten. Das werde ich gleich noch mal berichtigen, indem ich da hinten einfach noch mal ein paar dickere Äste drunter lege, um das Ganze anzuheben. Ein bisschen anders machen. Wenn ich so rum hätte, gibt es in die Richtung um, Leute. Jetzt ein bisschen was absäge. Ich habe gerade festgestellt, dass es sinnvoll ist, hier diese Kurve, die hier in dem Stock ist, abzusägen. Wo ist mein Hund? Der liegt da hinten. Sehr gut. Hör auf. Spinner. Spinner. Das geht für Langeweile. Ich muss das da irgendwie noch höher kriegen. Das ist ja soweit jetzt in Ordnung fast schon, ne? Ein bisschen höher muss ich das Ganze noch kriegen hinten. Ist halt da einfach noch zu tief, ne? Jetzt habe ich fast was Wichtiges vergessen. Das Laub.
Es ist relativ wichtig, dass man das Laub direkt drauf macht, weil wenn ich hier später das komplette Gerüst stehen habe, kommt man da nicht mehr vernünftig dran. Ich bin etwas aus der Puste. Ich glaube, der hier ist echt besser, ne? Ist noch nicht ganz so lang. Aua. Ihr seht, ich habe den oberen Stock jetzt nochmal ausgetauscht, weil der hier ist ein bisschen mehr gerade. Der hat weniger diesen Knick nach unten. Damit hätte ich mir gerade eine ganze Menge Arbeit gespart. So, das ist das Gestell soweit. Sieht doch ganz ordentlich aus. Vorsicht, hier liegt meine Säge. Nicht reintreten, bitte. Das ist jetzt zumindest schon mal das Gestell. Jetzt muss ich auf das Ganze noch Laub drauf werfen, damit ich auch ein bisschen Regenschutz habe und Windschutz. Ich muss da noch mehr Stöcker drauf hauen, ey. Sind hier halt echt überall Stöcker, ne? Aber ist trotzdem ganz schön anstrengend, die ganze Zeit zu suchen. Ist doch aber eigentlich sogar ganz geil. Gib mir halt Realtalk vor, wenn man dann sowas bekennt. Na, du, geht's dir gut? Bist du fein? Ja. Ja, ja, ist doch gut. So, Leute, wie ihr seht, ich passe auf jeden Fall in meinen Shelter rein. Ja. Murphy freut sich auch, wie ihr seht. Natürlich kann ich an meinem Shelter noch eine ganze Menge Verbesserungen machen. Ich könnte jetzt noch mehr kleine Äste suchen, die jetzt hier noch diese schönen Verzweigungen haben, damit ich das Ganze mit noch mehr Laub und Moos bedecken kann. Pinkelt er jetzt gegen mein Shelter? Ja. Murphy, das ist mein Haus. Ich fasse das ganze Projekt hier jetzt nochmal zusammen. Ich habe am Anfang den Boden ein bisschen frei gemacht, habe dort Stöcker hingelegt, vorne ein bisschen breiter, an den Füßen ein bisschen enger, weil ich da nicht so viel Platz brauche. Dann habe ich da eine dicke Schicht Laub und Moos draufgelegt, damit ich so ein bisschen Schutz vor der Feuchtigkeit am Boden habe. Dann habe ich eben hier ein paar Stöcker gesammelt. Diese großen hier, die auch jetzt ziemlich stabil sind, habe ich einen Y und einen geraden Stock genommen und habe die hier oben so zusammengesteckt. Habe da einen langen Stock, der über das komplette rüber ragt bis nach hinten und den da hinten dann noch ein bisschen erhöht. Dann habe ich hier überall noch so Stöcker gegengelegt und darüber dann nochmal Stöcker mit extra Zweigen, damit die das Laub so ein bisschen auffangen können. Und dann habe ich das Ganze noch mit Laub und Moos bedeckt. Ich bin persönlich ziemlich stolz auf meine Arbeit. Ich könnte mir sogar echt vorstellen, hier drinnen eine Nacht zu verbringen. Wird heute leider nichts, aber vielleicht ja irgendwann mal. Gegen das warme Bett zu Hause würde ich den Shelter hier natürlich nicht eintauschen. Aber ich muss sagen, in einer Survival-Situation würde mir das vollkommen ausreichen. Hier und da kann man daran sicher noch etwas verbessern. Wenn ihr da Vorschläge oder Anregungen habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Aber ihr wisst ja, wie es heißt, ein Shelter ist niemals fertig. Ich werde mir gleich den kleinen Murphy schnappen und mit ihm Richtung Heimat gehen. Das hat er hier heute super gemacht. Wenn ich mich jetzt ein bisschen bewege, ich kann sogar so ein bisschen gegentreten, fällt nicht auseinander. Natürlich werde ich ein bisschen mit Laub bedeckt, aber das ist dann halt so. Das war mein allererster Shelterbau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, wie ihr mir das zeigen könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem von meinen anderen Videos.